Der Heilige Geist hat mir einen Vers in mein Herz gesprochen, über den ich in einem größeren Zusammenhang schon vor kurzer Zeit gepredigt habe. Ist nicht lange her. Und dieser Vers steht im Psalm 63, beziehungsweise es sind zwei Verse des Zusammenhangs wegen. Da steht geschrieben: So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben und meine Lippen werden dich rühmen. Inhalt dieser Predigt, der Botschaft ist heute Morgen: Denn deine Gnade ist besser als Leben. Ich kenne aus meiner Jugendzeit, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ein altes Lied, das heißt: Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Hier nickt jemand, du kennst es auch. Und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das? Ja, deine Gnade ist besser als Leben, als ob das Leben nichts wert wäre, aber Gott hat es doch geschaffen. Und bis heute oder bis vor kurzem konnte ich das nicht wirklich einordnen und nachvollziehen, was Gott damit meint. Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Ja, schon in der Hinsicht, deine Gnade, nämlich durch die Gnade Gottes ist in Jesus Errettung geschehen und das ist besser als das Leben, aber das gehört ja dazu irgendwo. Aber hier wird ja ein Vergleich gezogen, ist besser, die Gnade zu erwählen, ist besser als das Leben. Und am Mittwochmorgen war ich unterwegs, in der Frühe im Auto und habe nur angefangen, an den Herrn zu denken und Gottes Gegenwart hat das ganze Auto erfüllt und ich habe überlegt, ob ich stehen bleibe lieber, weil so stark Gottes Gegenwart da war und Gottes Herrlichkeit. Und begonnen hat das am Dienstagabend hier und ich habe es euch schon öfter mal darauf hingewiesen, dass wir echt tolle Zeiten hier erleben, Dienstagabends. Und gerade die Lobpreis- und Anbetungszeiten sind unheimlich stark. Und gerade am Dienstagabend, am letzten Dienstag war ich hier und ich habe so eine starke Begegnung mit Gott gehabt, wie lange, lange, lange nicht in meinem Leben. Und ich dachte daran und in dem Moment, wo ich daran dachte, war wieder diese Herrlichkeit da. Und dann spricht Gott, der Heilige Geist, zu mir: Ich will dir was sagen, meine Gnade ist besser als Leben. Und plötzlich öffnete sich mich vor mir, so in meinem Geist, in meinem Verständnis, was das bedeutet. Nämlich die Gnade, dieser Bereich von Gnade, der uns den Zugang öffnet, direkt hinein in die Herrlichkeit Gottes. Und das ist besser, und hier ist natürlich zu werten. Wie bewerten wir unser Leben? Und plötzlich dachte ich, kam mir in den Sinn, wo Jesus sagt: Trachtet nicht nach dem, was ihr essen und trinken sollt, was ihr anziehen sollt, sondern trachtet nach meinem Reich. Und ich werde euch all das andere geben. Und ich erinnerte mich plötzlich an diese Begebenheit, wo die Gnade Gottes im Zentrum steht. Die Gnade, allein die Gnade, als Mose Gottes Herrlichkeit sehen darf. Denn ich bin gnädig, sagte Gott, wem ich gnädig bin. Und ich erbarme mich, wem ich mich erbarme. Und was da wichtig ist und ganz entscheidend ist, wie bewerte ich die beiden Dinge? Paulus betet und er berichtet davon, dass er lange gebetet hat und mit Gott gerungen hat und da war ein Pfahl in seinem Fleisch. Wir wissen nicht, was das ist. Ich will mich nicht da hineinbegeben. Aber es änderte sich und änderte sich. Aber es hat was mit seinem Leben hier, mit seinem natürlichen Leben auf dieser Erde zu tun. Und Gott sagte: Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist besser
als Leben? Wie bewerten wir unser Leben? Welchen Stellenwert hat unser Leben? Warum bist du Christ geworden? Die Frage, der gilt es auch nachzugehen. Warum hast du dich entschieden, dass Jesus in dein Leben kommt? Weil man dir gesagt hat, dass dann alles besser wird in deinem Leben? Nämlich das natürliche Leben hier auf Erden? Dass er dir die Dinge erfüllt, wonach dein Herz begehrt, was du gerne hast, was du vermisst? Warum kommen Christen zusammen Sonntagmorgens oder beten sie und suchen Gott auf? Was steht auf deiner Liste, auf deiner Gebetsliste, wenn du denn eine hast? Welche Anliegen stehen denn darauf? Auf was bezieht sich das? Ich möchte niemand irgendwie in eine Ecke drängen oder verdammen, sondern ich möchte einfach aufzeigen, weil das so natürlich ist für uns Menschen letztendlich, dass wir nämlich Gott suchen, dass wir ihm die Dinge bringen, und das ist auch gar nicht verkehrt. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber warum suchen wir Gott auf? Was ist die Priorität? Der Psalmist sagt hier, deshalb habe ich den dritten Vers hinzugenommen, er spricht von seinem irdischen Umfeld, wie er es erlebt, nämlich in einem dürren Land, das verschmachtet, nämlich er erlebt gerade Not, er ist in der Wüste. Und dann sagt er, so gehe ich denn ins Heiligtum und schaue nach dir, Gott, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Warum kommen Christen zusammen im Gottesdienst, zum Gebet? Warum? Warum betest du? Warum suchst du Gott? Damit er dir die Belange in den Belangen deines Lebens hilft. Ist das die Nummer eins? Dass du ein gutes Leben hast hier auf dieser Erde? Und am Ende dann, wenn es richtig gut war, dann auch noch in den Himmel kommst? Oder ist das deine Hauptmotivation? Gott, ich will deine Macht und deine Herrlichkeit sehen. Ich schaue im Heiligtum nach dir. Ich komme mit einer Erwartung zu Gott in jeden Gottesdienst, in jede Zusammenkunft, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Das ist der Grund. Und ich finde das interessant bei Mose. Ich komme gleich drauf. Seine Motivation, sein Herz, es begeistert mich. Und es beeindruckte Gott so sehr, dass er ihm diese Gnade gewährte. Was sind Prioritäten in unserem Leben? Wir suchen die Hand Gottes, nämlich die Hand der Segnung Gottes, dass er mich denn segnet. Und das will er auch tun, das ist ja gar keine Frage. Aber warum, was ist unsere Priorität, warum wir kommen zu ihm? Da gibt es viele, viele verschiedene Prioritäten, und die kann man in der Gemeinde ganz schnell wahrnehmen und immer wieder wahrnehmen. Und oftmals scheitert das Zusammenleben und Gemeinschaft genau daran, weil wir jeder Einzelne, jeder hat so seine Prioritäten. Und Christen ganz besonders. Ich möchte diesen Dienst und jenen Dienst, ich möchte dafür geehrt und anerkannt werden. Wir haben solche gewisse Dinge, wie wir unser Leben vorstellen, wie wir uns Gemeinde vorstellen, gerade auch in diesem Bereich. Wünsche, die wir mit uns herumtragen. Wir suchen, dass unsere Begabungen entdeckt werden, dass sie eingesetzt werden, dass wir geehrt werden. Wir suchen auch als Christen Karriere und Titel und Name und Ehre und all die Dinge. Und wir beten darum. Hast du dich schon entdeckt, dass du darum bittest, was grundsätzlich jetzt im Allgemeinen nicht verkehrt ist? Singles beten für einen Ehepartner, Kranke,
verzweifeln, wenn sie nicht geheilt werden, wenn da nichts passiert. Sie verzweifeln an Gott, weil sie das Zentrum, am Zentrum vorbeigehen. Ich komme zu dir, Herr, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Und Gott bewertet unser Leben ganz anders. Und das ist das Interessante in dieser Aussage. Seine Gnade ist besser als Leben. Ganz gleich. Es gibt im Prediger einen Vers. Ich werde bestimmt mal drüber predigen, eine Aussage. Da heißt es, wenn ein Mensch, und dann wird aufgezählt, ich habe das nicht auswendig im Kopf, wenn ein Mensch praktisch alles hat und wie es zu dieser Zeit dann zum Segen gehörte, eine riesengroße Familie, viele Kinder, alle gesund, er hat Reichtum, er hat alles Vermögen, was er nur haben kann. Und dann sagt der Prediger, aber wenn er das Gute Gottes nicht gesehen hat. Und hier fragst du dich, was ist denn das Gute Gottes? Es sind nicht die irdischen Dinge. Dann ist er, und das ist interessant, schlechter dran als eine Fehlgeburt, die das Licht der Welt nie erblickt hat. Das Gute Gottes ist er selber, es ist niemand gut außer ihm. Wer Gott, mit Gott nicht ganz eng mit ihm verbunden ist, so dass er wahrnimmt und erlebt, was seine Herrlichkeit bedeutet, der hat das verpasst, was Gott eigentlich für sein Leben vorgesehen hat. Deine Gnade, die Gnade Gottes, ist besser als alles, was uns diese Erde und diese Welt zu bieten hat. Und das Schöne daran ist, und das Gewaltige und das, was uns zu überwindern macht in diesem Leben, wenn wir diese Gnade, diese Herrlichkeit Gottes erleben, dann verzagen und verzweifeln wir nicht daran, wenn gewisse Dinge sich nicht erfüllen in unserem Leben. Wenn die Dinge, die du dir wünschst, in deinem Herzen nicht geschehen auf dieser Erde. Aber da ist eines, wie Stephanus, der inmitten von Steinigung die Herrlichkeit Gottes sieht und erlebt. Der zum Himmel schaut und sagt, ich sehe den Herrn zu Rechten Gottes stehen. Ich sehe seine Herrlichkeit. Und inmitten dieser Erfahrung erlebt er seine Tötung durch Steine. Aber das stand nicht im Zentrum, sondern der Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Deine Gnade, die Gnade Gottes ermöglicht das. Und Mose ist uns ein so großes Beispiel dafür, auf was es wirklich ankommt im Leben. In 2. Mose 33 wird uns das berichtet ab Vers 12 bis Vers 19. Ich will das nicht im Gesamten lesen. Das war nachdem das Volk Israel das goldene Kalb gemacht hatten und Mose dann vom Berg kam und das miterlebt hat und Gottes Zorn auf das Volk Israel kam und Mose sich fürs Volk einsetzt, dass es nicht umgebracht wird, dass sie nicht getötet werden. Und dann tritt Gott wieder an Mose heran. Gott erhört in Mose und er tritt an ihn heran und sagt, führ das Volk weiter hinauf. Und Mose sagt zum Herrn, du hast es zu mir gesagt, aber ich kann diesen Weg nicht gehen, wenn du mir nicht sagst, wer mitgeht, ob du mitgehst. Für ihn war es das Wichtigste, dass Gott mitgeht. Das ist das Interessante, für ihn war es auch nicht selbstverständlich, dass Gott, wenn er etwas sagt, dass er dann auch mitgeht und er schnell dabei ist. Wir sind meistens solche Menschen, die meinen, von Gott gehört zu haben und das vermischt sich ganz leicht mit unseren und schnell mit unseren Wünschen. Und wir fragen nicht mal danach, ob Gott mitgeht, nur wenn es dann sich so entwickelt, dass es schwierig aussieht, dann soll Gott das doch noch segnen. Aber Gott sagt hier, wenn du nicht mitgehst, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, werde ich nicht gehen. Ich brauche deine Gegenwart auf diesem Weg, wenn ich das Volk dorthin führen soll. Und Gott sagt, ich gehe mit, weil du Gunst gefunden hast in meinen Augen.
Ich werde dir diesen Wunsch erfüllen. Mein Angesicht wird mitgehen. Da ist Gunst. Ich werde dabei sein. Und da, das ist der Punkt, oder das ist ja der Punkt, wo wir meistens stehen, wir Gläubigen, wir Christen. Oh, der Herr ist ja dabei. Er geht mit mir durch dieses Leben. Und hier setzt sich Mose ab, als er merkt, als er feststellt, wenn ich Gunst in Gottes Augen gefunden habe, dann ist das jetzt der Moment, um den größten Wunsch meines Herzens kundzutun. Das, was ich am meisten will, das, was mich am meisten sättigt, was mich am meisten erfüllt, jetzt ist der Zeitpunkt. Als Gott sagt, ich verspreche dir, dass ich mitgehe, ich erfülle dir auch diesen Wunsch, dann sagt Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wie viele von uns würden sich riesig freuen, wenn du so eine Zusage bekommst, dass Gott zu dir sagt, mein Angesicht geht mit dir. Und du jubelst und sagst, wunderbar, das Angesicht Gottes geht mit mir. Jetzt kann ich durch dieses Leben gehen. Aber Mose hat das, für ihn war das nicht die größte Bedeutung und das Wichtigste. Er merkt, hier ist Gnade und die ist gewaltig. Gott spricht ihm seine Gunst aus und er sagt, Mose, ich kenne dich sogar mit Namen. Er registriert das und dann kommt der Wunsch seines Herzens. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Deshalb, Gottes Herrlichkeit hat nichts primär damit zu tun, dass wir Zeichen und Wunder erleben, dass dein Leben glatt läuft, dass du Segnungen erlebst, dass du im Berufsleben Erfolg hast, dass deine Familie alles wunderbar gesegnet ist. Das ist das Angesicht Gottes, das mit dir geht, gar keine Frage. Aber es gibt einen Unterschied, nämlich der Moment oder dieser Zeitpunkt, und nicht nur ein Zeitpunkt, der soll eigentlich beständig sein, dass du die Herrlichkeit Gottes siehst, dass du mit Gott zusammen bist und seine Herrlichkeit erlebst. Und Gott sagt ihm das zu. Er sagt, du sollst meine Herrlichkeit sehen. Ich werde all meine Güte an dir vorübergehen lassen. Und merkt hier, was er sagt, nicht ein bisschen meiner Güte, sondern all meine Güte will ich dich erleben lassen. Aber du kannst nicht mein Angesicht sehen. Es ist dir nicht erlaubt, beziehungsweise du wirst es nicht ertragen. Du wirst sterben, wenn du mein Angesicht siehst. Es ist nur möglich, dass du mich von hinten siehst. Und Mose erlebt das dann und der Herr geht an ihm vorüber und ruft aus: Der Herr, gnädig und barmherzig. Meine Gnade ist besser als Leben. Siehst du den Zusammenhang? Die größte Gnade ist, dass wir Zugang haben, dass uns Zugang gewährt wird, Gottes Herrlichkeit zu erleben und zu erfahren. Wo die Dinge des Lebens keine Bedeutung mehr haben, wo die für dich so klein werden und die Dinge der Welt, wir singen das in einem Lied, werden blass und klein. In dem Licht, und merk das mal, hier ist genau die Bedeutung, in dem Licht deiner Gnade gesehen. Nämlich, wo Gnade ist, offenbart sich, wo die größte Gnade, wo die Gnade geballt ist, da wird das geschehen, dass wir mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden, beziehungsweise sie genießen dürfen. Und sie verändert unser Leben total, weil die Prioritäten in deinem Leben ganz anders gesetzt werden. Die Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, sie waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und sie haben so einen Moment geschenkt bekommen, wo sie die Herrlichkeit Jesu sehen durften. Ein Stück, das war nur ein Moment. Sie haben nichts verstanden, was da geredet wurde, aber sie erlebten Gottes Herrlichkeit. Sie erlebten die Herrlichkeit von Jesus. Und was sagen sie? Sie sagen, wir bleiben hier.
Sie kümmern sich plötzlich nicht mehr um ihre Familie, Verwandten, Bekannten, um all die anderen. Sie sagen, wir bleiben hier auf diesem Berg, wir bleiben hier, wir bauen Hütten, wir wohnen hier, wir gehen hier nicht mehr weg. Und das ist das Interessante, wenn Gottes Herrlichkeit, wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart unter seinem Volk. Und wir erleben, wir haben das gehört durch die Jahrhunderte durch, wo immer Erweckung geschieht, wo echte Erweckung von Gott her geschieht. Es ist nämlich immer das Zentrum, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit zeigt. Und da ist es so, dass Menschen nicht mehr vom Gottesdienstraum weggehen. Die gehen einfach nicht mehr nach Hause. Die sind Tag und Nacht da. Oder ganz kurz nur weg und sie gehen immer wieder hin, weil das ihr Leben ausmacht plötzlich. Und weil das alles andere übertrifft bei weitem. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose erlebt das, und es ist interessant, Gott geht an ihm vorüber und ruft diese Eigenschaften Gottes aus, die einen Niederschlag haben in seinem eigenen Leben. Sein ganzes Leben ist damit verändert, das Volk merkt es, sein Angesicht strahlt diese Herrlichkeit aus. Deine Gnade ist besser als alles in diesem Leben. Alles, was du erlangen kannst. Und wenn dein Leben noch so gesegnet ist, diese Gnade, in der wir Gottes Herrlichkeit erleben, ist das Allerschönste, das Gewaltigste, was es gibt. Denn wo er sich offenbart, wo Gottes Herrlichkeit, diese Gnade schafft den Zugang, dass Gott oder ermöglicht es in dieser Gnade, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit dir zeigt. Das bedeutet in seiner Heiligkeit, es gehört zu seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit. Und mein Gebet ist es, immer noch stärker und stärker, Herr, ich möchte deine Heiligkeit sehen. Ich bin überzeugt davon, dass unser Leben, die Bibel mir das zeigt, dass ich kein heiliges Leben leben kann und du auch nicht, das weiß jeder von uns, dass du das nicht hinkriegst. Aber wenn wir Begegnung haben mit der Heiligkeit Gottes, dann kommt automatisch nicht Angst, sondern Ehrfurcht Gottes in unser Leben. Und das ist dann kein Zwang mehr, das ist für dich eine Lust. Und wenn du die Heiligkeit Gottes erlebst, nicht nur davon liest, nicht abspeicherst in deinem Gehirn, in deinem Verstand, ein Bewusstsein davon entwickelst, sondern wenn die Heiligkeit Gottes ein Sitz hat in deinem Leben, in deinem Herzen. Und ich genieße das. Heiligkeit Gottes ist schön, Halleluja. Ich genieße das und das ist so ein Bereich, den ich persönlich erlebe. Andere haben das auch mir schon mitgeteilt. Dienstagabends in der Lobpreiszeit, wo solche Momente sind, wo wir die Heiligkeit Gottes so wie zum Greifen da ist. Und du sagst, Herr, ich vergehe. Und du weißt trotzdem, und ich weiß trotzdem, er liebt mich. Aber da ist so eine Macht der Heiligkeit Gottes. So wie in die Richtung, wie es der Prophet Jesaja sagt, ich vergehe, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und das bewirkt in unserem Leben, dass wir nicht nur nach Heiligkeit streben, was uns das Wort Gottes zuruft, sondern dass diese Heiligkeit einen Sitz in unserem Leben bekommt. Ausgelöst durch die Herrlichkeit Gottes. Und Menschen, die auf unser Leben, auf dein Leben blicken, sie sehen es von Weitem, so wie es bei Mose war. Das Volk Israel schaute auf Mose und sah, da ist Berührung mit dem ewigen Gott geschehen. Menschen das sehen, das ist Erweckung. Aber wonach, was ist der Wert, was ist der größte Wert für dein Leben? Für mein Leben, für unser Leben als Gemeinde? Und ich habe es schon oft gesagt und ich will das immer wieder sagen, damit das auch in unserem Herzen immer mehr Raum gewinnt und in uns bewegt.
Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die irgendwie attraktiv ist und modern ist und irgendwie damit nur viele Leute kommen, von Erfolg geprägt, sondern das soll ein Ort sein, wo Gott sich wohlfühlt, wo Gottes Herrlichkeit normal ist, nichts Besonderes ist, aber wir sehen es als etwas Besonderes. Und das Einzige, was wir wollen, dass Gott Wohnung nimmt unter uns, denn er will das tun. Und ich komme wieder zurück, aber wir hatten diesen schönen Tag 20 vor ihm. Und da kam dieser Impuls, ich habe ihn weitergegeben. Und der ist wie ein roter Faden, dieses Wort Gottes. Ihr sollt mich suchen und ich werde mich von euch finden lassen. Ich werde euch erscheinen, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir sucht. Und hier ist genau der Knackpunkt, von ganzem Herzen. Warum suchen Menschen Gott? Ich habe das schon angesprochen. Da ist immer so ein Hintergedanke dabei. Warum preisen wir Gott? Warum beten wir ihn an? Ach ja, da kommt ja Kraft, da kommt dann Salbung und ich habe da noch was. Das soll der Herr dann lösen. Das bringe ich ihm dann. So verdeckt. Ich habe da noch was in der Tasche und wenn ich lang genug gepriesen habe und Gottes Gegenwart da ist, dann hole ich es raus und sage, hier, guck mal, Herr. Kannst du in Ordnung bringen, bitte? Kennst du diese Gedanken? Wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben, und je mehr und je intensiver wir sie erleben, dann wirst du erfahren, das, was Jesus sagt. Er sagt, sorgt euch nicht um die Dinge dieses Lebens, was ihr essen, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt, sondern trachtet nach dem Reich Gottes, nach dem König aller Könige, nach seiner Herrlichkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Halleluja. Auf unsere Prioritätenliste ist es meistens andersrum. So ist unsere Gesellschaft geprägt, so sind wir geprägt. Wir trachten nach diesen Dingen des Lebens. Und wir nehmen Gott dazu und sagen, Gott segne das doch. Und dann, wenn wir das alles getan haben, dann kommst du noch. Dann evangelisieren wir noch und gehen auch noch in die Gemeinde und dienen in der Gemeinde so gut, wie es geht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht alle in diesem Leben stehen und unseren Mann stehen und Frau stehen müssen im Alltagsleben. Aber was ist die Priorität in unserem Herzen? Ist es so wie bei Mose, dass du wartest förmlich? Ich warte auf den Moment, wo da die Gunst Gottes ist, wo er mir seine Gunst hineinspricht in mein Leben, wo er mir seine Gnade eröffnet. Und dann komme ich nicht und sage, Herr, ich möchte aber einen Partner für mein Leben haben. Ich möchte hier keinem Single zu nahe treten. Aber es gibt so viele Dinge, die wir so auf der Prioritätenliste haben, dass unser geistliches Leben darunter leidet letztendlich. Aber du sollst erfüllt sein, weil die Gnade Gottes ist besser als dieses Leben. Halleluja. Sie ist besser als dieses Leben. Und in Jesus haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, so heißt es in Johannes 1. Wir haben alle empfangen, Gnade um Gnade. Wenn du jetzt fragst und sagst, ja, habe ich denn diese Gnade? In Jesus ist diese Gnade zum Ja und Amen geworden, Halleluja. Er hat in die Gnade freigesetzt, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist für unsere Schuld, den Zorn Gottes auf sich geladen hat. Und er hat die Grundlage dafür gelegt, dass der Heilige Geist kommen konnte auf diese Erde. Und er ist gekommen vor 2000 Jahren. Wir feiern das in 2 Wochen. Er ist gekommen, der Heilige Geist, auf diese Erde. Und der Heilige Geist hat ein Ziel. Und sein größtes Ziel ist, Jesus zu verherrlichen. Halleluja. Er möchte, dass die Herrlichkeit Jesu in meinem und in deinem, in unserem Leben Wirklichkeit real wird. Nicht etwas, wo du sagst, das kenne ich nicht. Und jeder, der in Berührung gekommen ist mit geoffenbarter Herrlichkeit Gottes,
Das hat nichts mit irgendeiner äußerlichen Sensation zu tun. Es ist einfach, du merkst, hier ist Gott in meinem Leben. Und wo er ist, da erfüllt er alles mit seiner Freude, seinem Frieden, seiner Heiligkeit, seiner Güte, seiner Liebe. Das ist einfach unbeschreiblich. Das größte Glück ist das. Die größte Glückseligkeit. Deshalb, wenn du Ausschau hältst nach Wundern und Zeichen und Heilungen und Blitz und Donner und all das, alles schön und gut, aber das suchen wir nicht. Ich sage nicht, dass ich es ausschließe. Ich suche Gottes Angesicht, Halleluja. Ich möchte sein Angesicht sehen. Und als Gott an Mose vorübergeht und ausruft, der Herr Gott, barmherzig, gnädig und barmherzig, von großer Güte und Langmut und Freundlichkeit, dann spricht er weiter zu Mose. Und das ist Gottes Wort, das gilt. Da heißt es dann, da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Das ist Resultat, wenn wir in Berührung kommen mit Gottes Herrlichkeit. Und darum soll es gehen, wenn Gemeinde Gottes, Tempel, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Was geschieht im Tempel Gottes? Anbetung Gottes. Und wirkliche Anbetung Gottes, die im Geist geschieht, kann nur geschehen, wenn geistliche Offenbarung geschieht, wer Gott ist. Wie kann ich jemand anbeten, den ich nicht kenne? Oder von dem ich nur von Hörensagen gehört habe, vernommen habe. Aber wenn ich in Berührung komme, wenn du in Berührung kommst mit der Herrlichkeit Gottes, dann je mehr du das hineinkommst, wirst du anbeten. So wie Mose, er fällt nieder auf die Erde und betet Gott an. Und das Interessante ist, denn er sagt, und er sprach, o Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld. Wenn immer wir in die Gegenwart Gottes kommen, wirst du wahrnehmen, nicht verdammend, ich habe das angesprochen, unser Leben wird verwandelt in ein heiliges Leben. Wir Christen sollen ein heiliges Leben leben. In unserer Zeit ist das fast total, fällt das unter den Tisch. Wir Christen sollen ein heiliges Volk sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht Gott, der Herr. Und Mose bekennt hier für das Volk die Sünde und sagt, vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus wollte. Da sprach er, der Herr, siehe, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Halleluja. Das wird der Herr tun. Deshalb versteht mich bitte keiner falsch, dass, wenn ich sage, wir suchen das nicht, dass wir das ausschließen sollen, sondern wir suchen sein Angesicht, Halleluja. So wie Mose sein Angesicht gesucht hat. Und all das andere, das legt der Herr drauf. Das tut er in seiner Güte und Gnade und Souveränität, wie er es tun will. Aber unser Bestreben, unser Begehren, was suchen wir? Sein Angesicht, damit wir seine Herrlichkeit schauen. Wenn du sagst, okay, Mose war so ein Einzelfall, war ja ein besonderer Mann Gottes, der das Volk Israel herausgeführt hat aus der Gefangenschaft ins verheißene Land. Aber wer bin ich? Du bist ein Kind Gottes. Du bist, wenn Jesus dich von Neuem geboren hat, dann gehörst du zu dem Leib Jesu Christi, zu seinem Leib.
Und der Heilige Geist ist für dich gekommen. Und der Heilige Geist möchte in dir wohnen. Und der Heilige Geist möchte Raum in dir nehmen und dich leiten und führen. Und seine Aufgabe, ich habe es gesagt, seine primäre Aufgabe, eine seiner Aufgaben ist nämlich, Jesus zu verherrlichen. Wenn er kommt, sagt Jesus, wird er mich verherrlichen. Er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Er gibt uns seine Herrlichkeit. Hohepriesterliches Gebet, Johannes 17, spricht davon. Vater, gib ihnen die Herrlichkeit, die auf mir ist. Leg sie auf sie. Und es geschieht wie vom Herrn, dem Geist. Ich möchte gerade diese Stelle, können wir die gerade mal nach vorne hier anwerfen. 2. Korinther. Hast du sie? Weiter, Vers 18, 17, 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Halleluja. Der Herr aber ist der Geist, ist der Heilige Geist. Er ist hier auf der Erde. Er ist hier in diesem Raum. Er ist nicht nur bei dir, er will in dir sein. Und wenn du dein Herz öffnest, dann kommt er in dein Leben. Und wenn er in dein Leben gekommen ist, dann preise den Herrn dafür, aber gib ihm doch Raum, dass er das tun kann, was er tun möchte. Die Gnade ist in Jesus schon geschehen. Die Gnade ist da, aber suchen wir diese Gnade. Gott sagt, ich bin dir gnädig. In Jesus habe ich dir die Tür geöffnet. Im Heiligen Geist bin ich in deiner Mitte, in der Mitte deines Lebens, in der Mitte der Gemeinde. Ich bin hier. Aber was ist der Grund? Warum suchst du mich auf? Für was suchst du mich? Es ist dieses gleiche Anliegen, das Mose hat. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und ich wünsche mir, dass das tief in unser Herz fällt, das Herz dieser Gemeinde fällt, dass uns das Tag und Nacht bewegt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Gott. Für mich in meinem persönlichen Leben und lass uns deine Herrlichkeit sehen als Gemeinde. Lass uns deine Herrlichkeit sehen für diese Stadt, für unser Land, für die Landkreise. Wenn Gottes Herrlichkeit sich offenbart, und das ist souveräne Gnade Gottes, deshalb jede Erweckungsbewegung ist ein Souverän Gottes. Wenn Gott nämlich sagt, dass er uns als Kinder Gottes seine Herrlichkeit zugänglich macht, in Jesus hat er es getan. Und wenn wir von unserer Bewertung her, Gott ist es wichtig, wie wir das bewerten, weil er nicht die Perlen vor die Säue wirft. Er offenbart nicht seine Herrlichkeit vor Menschen, die nicht danach fragen und die das nicht wertschätzen können. Sondern vor denen, die wie Mose bitten, die Gnade, diese unfassbar wertvolle Gnade erkennen und entdecken und sagen, Moment, wenn Gott mir so viel Gunst schenkt, dann habe ich doch die Chance, seine Herrlichkeit zu sehen. Und in Jesus am Kreuz hat er uns all seine Gnade und Gunst geschenkt. Das Ziel des Kreuzes, ist nicht in erster Linie, dass du hier auf der Erde ein wunderbares, gutes, gesegnetes Leben lebst, sondern das Ziel des Kreuzes ist auch nicht, dass du ein Ticket zum Himmel bekommst, sondern das Ziel des Kreuzes ist, dass du schon hier und jetzt erlebst, dass diese Gnade besser ist als dieses Leben. Ich möchte euch mal so ganz aus dem Nähkästchen was sagen, aus meinem persönlichen Leben. Meine Frau ist dahin. Je länger ich Christ bin und gerade in letzter Zeit, ist mein größtes Gebet. Und deshalb war das so stark, dieser Augenblick, wo der Heilige Geist zu mir sagt, Henoch,
meine Gnade ist besser als Leben. Und es ist ein Stück weit Antwort auf mein Gebetsanliegen, das ich seit den letzten 2 Jahren intensivst vor Gott bringe, weil ich solch eine Sehnsucht habe nach Jesus. Jesus hat gesagt, ich will, dass ihr da seid, wo ich bin. Jesus möchte, dass wir so schnell wie möglich ganz nah bei ihm sind. Und je länger ich gläubig bin, bedeutet mir all das, was hier auf dieser Erde ist, immer weniger. Es ist interessant, es ist einfach so. Mein Gebet ist es jeden Abend, wenn ich im Bett liege, bete ich, Herr, schenk Erweckung, dass viele Menschen, Erweckung in dieser Hinsicht, zu dir kommen und du ganz schnell kommen kannst, weil ich will zu dir. Ist ziemlich eigennützig. Aber ich glaube, dass dem Herr, das Herrn das trotzdem gefällt, weil er es ja auch will. Er will, dass ich bei ihm bin, so schnell wie möglich. Er will, dass du bei ihm bist, so schnell wie möglich, weil er in dich verliebt ist. Und wenn du auch in ihn verliebt bist und er weckt diese Liebe immer mehr auf, dann willst du da auch hin, so schnell wie möglich. Aber erst müssen noch viele, viele Menschen errettet werden, dass sie nicht verloren gehen. Und dann sagt meine Frau immer, wenn ich dann sage, ich will zum Herrn gehen, und dann haben wir manchmal so Diskussionen und sie sagt, du musst noch hier bleiben. Und ich sage, der Herr kann das schon alles andere regeln. Und da kommt ja dann immer so der Gedanke und dieses so Gefühl auf, ach, vielleicht ist man lebensmüde. Nein, bin ich nicht. Aber ich möchte den Herrn sehen. Und von daher war das so eine Antwort für mich, als der Heilige Geist sagt, meine Gnade ist besser als Leben. Nämlich die Antwort, in diesem Leben gibt Gott mir Gnade. So große Gnade, dass ich so viel Herrlichkeit erleben kann von ihm, dass ich das durch dieses Erdenleben durchstehe, in diesem dürren Land, wo mein Körper und Leib verschmachtet, gibt er mir so viel Gnade, dass seine geballte Herrlichkeit in meinem Leben offenbar wird und ich das genießen kann. Halleluja. Meine Gnade, sagt Gott, ist besser als Leben. Such doch nicht all das andere drumherum, sondern such diese Gnade, die besser ist als dein Leben. Das, wo du dich um einen Partner sorgst, wo du das größte Gebetsanliegen ist. Vielleicht Krankheit, vielleicht chronische Krankheit oder dein Arbeitsplatz und auch was immer das ist. Gott sagt hier zu Mose, ich werde das alles tun und in gewaltigster Weise. Warum? Weil er eines gesucht hat, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und der Heilige Geist macht es möglich. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der alte Bund, der ein Bund war, der nicht zum Leben geführt hat, er wurde eingesetzt in dieser Herrlichkeit. Und der war vergänglich, deshalb legte Mose eine Decke, sollte er auf sein Angesicht legen. Das war vergänglich, weil ein neuer Bund kommt. Wenn der alte Bund, so argumentiert Paulus, in solch einer Herrlichkeit eingesetzt wird, wie viel größer ist die Herrlichkeit des neuen Bundes, Halleluja. Nämlich, der besiegelt ist und bestätigt ist dadurch, dass Jesus seinen Geist gesandt hat auf diese Erde. Und wir dürfen seine Herrlichkeit, so stark mit seiner Herrlichkeit in Berührung kommen, in Begegnung kommen, dass es nicht so ist wie bei Mose, dass die Herrlichkeit abnimmt, sondern dass diese Herrlichkeit bleibt. Sie bleibt. Und Menschen erkennen das und Menschen werden hin zu Gott gezogen. Das sind alles Nebenschauplätze, die da geschehen, die wichtig sind, die fantastisch sind, gar keine Frage. Aber das Wichtigste ist, das zu ergreifen, Herr, und zu erkennen, deine Gnade ist besser, ist wertvoller, ist wichtiger, als dieses Leben hier auf der Erde, dass ich natürlich lebe, in dem ich stehe, in dem jeder seine Verantwortung hat, seine Herausforderungen hat. Aber such doch die Gnade seiner Herrlichkeit in deinem Leben. Lasst uns das suchen und danach uns ausstrecken und begehren, wenn wir zusammenkommen. Herr, wir möchten dein Angesicht sehen. Wir suchen nicht Macht und Ehre, wir suchen nicht Dienst und Anerkennung. Wir suchen nicht Fähigkeiten und Begabungen.
Wir suchen nicht Namen und Titel. Wir suchen nicht Zeichen und Wunder. Wir suchen nicht Donner und Feuer. Wir suchen nicht Besitztümer und Reichtum, nicht Karriere und Erfolg. Wir suchen nicht irdisches Glück und Gefallen an irdischen Dingen. Wir suchen nicht den Segen deiner Hand, Herr. Wir suchen dein Angesicht. Wir suchen deine Herrlichkeit. Wir suchen diese außerordentliche Gnade und geben Raum dieser außerordentlichen Gnade. Und wir wollen das heute hier und jetzt tun, nämlich Gottes Gnade dafür danken und sie empfangen in unserem Leben. Wenn das dein Gebet ist, wenn du erkennst, Gott sagt zu dir, ich bin dir gnädig. Meine Gunst ist auf deinem Leben und der Grund ist Jesus, mein Sohn. Wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du diese Gunst und Gnade hier und jetzt heute Morgen erleben, indem du dein Leben nicht mehr selber lebst, sondern dein Leben Jesus gibst, ihn um Vergebung bittest, weil er den Zorn für deine Sünde getragen hat, dich erlöst hat, sein Blut musste fließen, weil du sonst verloren gehst. Und wenn du dieses Blut annimmst, wirst du heute Morgen die Kraft des Heiligen Geistes erleben können, der dich zu seinem Kind macht. Wenn dich das betrifft, wenn du die Person bist, dann möchte ich dich einfach hier jetzt bitten, der Heilige Geist ist hier, er macht es, weil er treu ist. Wenn du Jesus nicht kennst in deinem Leben und möchtest, dass er Herr wird in deinem Leben und deine Schuld vergibt, damit du Zugang hast zu diesem wunderbaren Gott hier und jetzt in diesem Leben, dann heb doch gerade deine Hand und ich möchte für dich beten. Ist da jemand? Ja, danke schön. Lasst uns doch zusammen ein Gebet der Übergabe sprechen. Herr Jesus, ich komme zu dir und bitte dich, dass du mir meine Sünde vergibst. Ich danke dir, dass du den Zorn Gottes auf dich genommen hast. Ich danke dir für dein Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass dein Blut für meine Schuld geflossen ist. Und ich bitte dich, dass du mich jetzt reinigst von all meiner Schuld und Sünde. Gib mir neues Leben. Ich bitte dich, dass du mich völlig reinigst. Und danke dir, dass du mich jetzt zu deinem Kind machst. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Komm in mein Herz und sei du Herr in meinem Leben. Amen. Halleluja. Wenn da noch Bedarf ist für Gespräche oder Gebet, dann kommt doch gerne zu mir hier nach vorne oder für den Jan, die ihr im Lobpreisteam gesehen habt hier vorne. Die können euch da auch weiterhelfen. Ich möchte jetzt bitten, ihr Musiker, Anbeter, kommt ihr doch bitte nach vorne und lasst uns doch miteinander diese Gnade suchen, in Anspruch nehmen. Meine Gnade, sagt Gott, ist besser als Leben. Ganz gleich, ich weiß, da gibt es mannigfach Nöte und Bedürfnisse in jedem einzelnen Leben, ganz unterschiedlich. Ich möchte dich herausfordern, euch, uns herausfordern, dass wir alles das beiseite legen. Und nur das eine in den Vordergrund stellen. Herr, deine Gnade ist besser als das alles. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Du Geist der Wahrheit. Du Geist, der uns in die Wirklichkeit der Schönheit,
der Herrlichkeit von Jesus hineinnimmt. Du bist der Geist der Wirklichkeit. Tu dein Werk gerade jetzt, und wo du bist, ist Freiheit. Halleluja. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Herr, das ist unser Gebet. Erfüll du diesen Raum gerade jetzt, Herr. Du bist hier, Herr, aber zeig du dich. Du hast zugesagt, dass du denen, die dich von ganzem Herzen suchen, erscheinen willst, dich zeigen willst. Zeig du dich gerade jetzt, Herr. Halleluja.